Hallöchen, meine lieben Freunde, und willkommen zum letzten Hokkon Oras Rarely Used Match mit unserem Mega Tauboss Team. Bisher konnten wir alle Kämpfe damit gewinnen, Freunde, sowohl in unseren Showdown Battles, die wir bisher ausgetragen haben, als auch in den Oras Battles. Und Freunde, ihr seht heute immer noch ohne Facecam, das hat aber nichts mit den Votings vom letzten Part zu tun, denn während ich dieses Video gerade aufnehme, kam das Video noch gar nicht hoch, deswegen weiß ich noch gar nicht, wie ihr da abgestimmt hat, deswegen das liegt einfach daran, weil ich gerade die ganzen Kämpfe hintereinander aufnehme und ja, auf jeden Fall, Freunde, widmen wir uns mal wieder direkt der Team-Preview. Ich habe selbstverständlich wieder hier mit mein Life Orb Reckless Kickly als Rapid Spinner unter anderem, unser Choice Backs Anpassungs Tantrak als speziellen Wallbreaker, wenn man es so nennen darf, Registeel als Hazard Supporter, unser physisch-defensives Lasho King, unser wunderschönes offensivfeste Zaplarang und natürlich unseren Star-Player Megatauboss. Wir spielen heute gegen Kazumi und er bzw. sie, ich richte mich immer jetzt nach dem Ingame-Avatar, sonst komme ich da wieder durcheinander. Sie bringt hiermit ebenfalls ein Tauboss, ein Duokles, Meduetta, Karadonis, Sandama und ebenfalls ein Tantrak. Ich finde, sie bringt sehr, sehr coole Pokémon mit Tauboss sowieso, ne? Darum habe ich dieses Team überhaupt gebaut. Ich finde Megatauboss eines der schönsten Oras-Megas überhaupt, ja. Ja, mal schauen, was kann denn so in seinem Team uns gefährlich werden? Megatauboss mache ich mir gar nicht so die krassen Sorgen drum, denn wir haben unser Zaplarang, das kann er gut gegenwollen mit der Offensivweste. Der Orkan macht da nicht viel Schaden, auch die Hitzewelle, davon werden wir einige wegtanken können. Natürlich müssen wir aufpassen, dass wir das nicht allzu oft machen. Wenn ich es bei genügend Health reinbringe, kann auch Lasho King den Ding ein bisschen entgegenwollen und ja, Registeel wird eine Hitzewelle zwar nicht so gut ab, aber wir würden eventuell noch mal eine Donnerwelle rausbekommen und den Ding gut Schaden machen. Außerdem hat Tantrak ebenfalls einen guten speziell defensiven Bulk, also um Tauboss mache ich mir hier auf Gegnerseite, also vom gegnerischen Tauboss habe ich jetzt nicht so die Angst. Da hätten wir Duokles. Er hat hier also einen Geist-Pokémon dabei, quasi einen Spinblocker. Das bedeutet, ich muss hier mit Kickly aufpassen, wann ich den Turbodreher und vor allem den Turmkick benutze, denn wenn er Duokles hier in Kickly reinschmeißt, dann und ich den Turmkick drücke, dann würde ich direkt 50% meiner Health verlieren und das wäre ziemlich riskant. Ja, Duokles ansonsten, Tauboss wird da gut gegenhalten können, weil Shadow Sneak kann uns nichts anhaben und Hitzewelle wird das Ding hart treffen. Bei Zaplarang fällt es sich recht ähnlich, wobei Schadenstoß da einfach nicht so viel Schaden machen wird. Das Ding hat zwar den Evoliten, daher wäre es cool, wenn ich den vorher mit Kickly wegschlagen kann. Abgesehen davon ist Duokles eine der besten Möglichkeiten, Tantraks Damage Output so noch ein bisschen im Zaun zu halten. Meduetta ist ein Pokémon, das kann sehr vielseitig gespielt werden. Ich habe leider noch nicht so viel Erfahrung mit Meduetta gemacht. Ich weiß, man kann es sowohl speziell als auch Mixed spielen, wenn ich mich nicht ganz irre, mit der Tanzform. Bin ich mal gespannt, welche Form es denn sein wird. Ganz, ganz großes Problem auf Gegnerseite für uns natürlich ist Oh mein Gott, Freund, tut mir leid. ich hatte gerade einen Schluck auf. Karadonis. Denn Karadonis ist ein Pokémon, das trifft alles in unserem Team irgendwie hart. Ja, Kickly hat keine gute physische Def, wird keinen Nahkampf aushalten. Tantrak wird von einem Icy Part getroffen. Registeel wird vom Nahkampf hart getroffen. Lasho King wird von einem Abschlag hart getroffen. Zaplarang wird auch von einem Nahkampf hart getroffen. Und Tauboss sowieso von einem Icy etc. Also Karadonis kann quasi alles hart treffen bei mir. Da muss ich wirklich aufpassen, wie ich um dieses Ding herumspiele. Vor allem kommt es auch darauf an, wie das Ding gespielt wird. Höchstwahrscheinlich mit Wahlschall. Das ist so das Standard-Karadonis-Set, was auch persönlich mein Lieblingsset ist bei dem Ding. Dann hätten wir das Sandama auf Gegnerseite als Rapid Spinner. Finde ich sehr, sehr cool. Ich liebe Sandama. Das Einzige, was ich an Sandama ein bisschen schade finde, ist, und das ist dann wahrscheinlich auch der Grund, warum es im Never Used, glaube ich, ist, dass es genau das gleiche kann wie Donphan, nur schlechter. Das finde ich ein bisschen schade. Aber nun gut, Freunde, ich mag Sandama. So, ich wollte die ganze Zeit Donphan sagen. Oh Gott. Trotzdem sehr, sehr gerne. Und zu guter Letzt hätten wir da ebenfalls einen Tantrak, wo ich jedoch mit Registeel, denke ich, auf der sicheren Seite bin, denn sollte er nicht wie ich in 56 oder 52 Init im EVs investiert sein, dann wird er uns sicher outspeeden können, höchstwahrscheinlich. Und das wäre etwas, was ich sehr, sehr begrüßen würde. Freunde, so viel zur Team Preview. Fangen wir an mit dem Kampf.
So, Kazumi will mit dir kämpfen und ich beginne hier mit Kikli, meinem Sanji. Einfach damit ich direkt ein Mogelieb raushauen kann, um schon mal ein bisschen Schaden auf irgendwas zu drücken und mal zu gucken, was mein Gegner denn vorhat. Er beginnt hier mit Taubos, mit höchstwahrscheinlich Mega-Taubos. Megat sich hier jedoch noch nicht, sondern geht direkt raus in seine physische Wall, sein Sandama. Ich dachte, ich gehe einfach mal straightforward für den Mogelieb in der ersten Runde. Der macht natürlich herzlichst wenig Schaden, denn es ist Sandama, Freunde. Ja, er trägt hier die Überreste, also kein Boyhelm. Das finde ich persönlich einigermaßen gut, muss ich sagen. Ich könnte jetzt hier auf den Abschlag gehen, um die Lefties wegzuhauen. Allerdings möchte ich kein Erdbeben von diesem Sandama fressen, damit Kikli noch sehr, sehr wichtig sein könnte. Ich wechsle daher hier in meinen Zapplerrang und er nutzt diese Chance, um die Tarnsteine rauszuholen. Sehr, sehr gut gemacht von ihm. Rückblickend wäre ich hier ganz gerne auf den Abschlag gegangen, muss ich sagen. Und ich hätte danach den Zapplerrang wechseln können. Das wäre vielleicht besser gewesen. Aber wie dem auch sei. Mein Gegner wechselt hier seinen Sandama nun raus, weil er keinen Strauchler oder Gigasauger fressen will. Geht nun in sein Meloetta. Das habe ich jedoch predicted, dass er hier hinauswechselt und gehe auf den Vault-Switch, um mir die Switch-Advantage zurückzubeschaffen und dem Meloetta nochmal ein kleines bisschen Schaden machen zu können. Denn Meloetta hat eine ziemlich gute Spätzle, muss man übrigens sagen. Jedoch dachte ich mir, ich gehe einfach in Mega-Taubos, denn ich glaube, Kikli wäre langsamer gewesen als Meloetta. Ich gehe auf jeden Fall erstmal in meine Mega-Form, um einfach direkt einen Orkan rauszuhauen. Und ja, mal sehen, wie viel Schaden der macht. Das Ding hat, wie gesagt, eine gute... Ah ne, ich gehe auf Kehrtwende. Genau, ich wollte nämlich erstmal gucken, auf was für Move wird er gehen. Ich weiß, ich werde ausbiegen, kann mit der Kehrtwende nochmal erst gut Schaden machen. Denn Meduetta hat, wie gesagt, eine gute Spätzdev. Und daher wechsle ich nun in Regi-Stil, weil ich ihn denke, er wird nicht auf den Fokusstoß gehen. Deswegen bin ich auch nicht direkt in Regi-Stil gewechselt. Er geht ja auf die Schallwelle. Das zeigt mir also, dass dieses Meduetta höchstwahrscheinlich speziell ist. Außerdem trägt er noch einen Life Orb. Das lässt zwar Platz, denke ich jedenfalls, für ein Mixed-Set. Ich habe, wie gesagt, nicht so viel Ahnung von Meduetta. Aber ich habe bis jetzt halt nur die Spezialattacke gesehen und bin damit zufrieden. Denn das Spezielle kann ich hier, glaube ich, tatsächlich noch ein bisschen besser handeln. Er wechselt nun wieder in sein Sandama und ich nutze diese Chance nun ebenfalls, um meine Star Fox rauszubekommen. Das bedeutet, er muss sich jetzt hier entscheiden, ob er Regi-Stil mit einem Erdbeben hart angreifen möchte oder ob er direkt seine Tarnsteine wieder entfernen möchte. Und ja, ich möchte hier trotz allem kein Erdbeben fressen und wechsle darum in meinen Zapplerrang hinaus, da ich dem Erdbeben nun mal resiste in Form dessen, dass ich halt die Schwebe habe und es keinen Schaden macht. Er entscheidet sich hier direkt auf den Turbodreher zu gehen und damit habe ich quasi wieder das Momentum auf meiner Seite. Mein Gegner wechselt hier nun erneut raus und jetzt ist die Frage, habe ich das wieder predicted, Freunde? Ich weiß es nicht. Er geht hier in seinen Duoclass. Nein, ich habe das hier nicht predicted. Ich dachte mir, es ist doch so obvious eigentlich, dass ich jetzt nochmal auf Volt wechsle. Ihr könnt theoretisch drin bleiben und mir vielleicht einen Abschlag reinhauen. Das zeigt mir jedoch andererseits, dass dieses Sandama offenbar überhaupt nichts hat, um meinem Zapplerrang gefährlich werden zu können. Das ist gut zu wissen. Er macht hier nun einen Double Switch und geht in sein Tandrak. Gut zu wissen, Freunde. Allerdings gehe ich hier auf den Volt-Wechsel und ja, damit ist die Switch-Advantage wieder auf meiner Seite. Und jetzt muss ich gleich mal gucken, was ich denn in dieses Tandrak reinwerfen kann. Und ich glaube, ich entscheide mich hier für mein eigenes Tandrak, da ich ja, wie gesagt, ein bisschen in die Initiative investiert bin und einigermaßen sicher war, dass ich dieses Tandrak outspeede. Mein Gegner hatte offenbar eine ähnliche Angst davor und geht darum in seinen Duoclass, da es offenbar ein ziemlich safer Switch in dieses Tandrak ist. Jedoch ist das hier ein Choice-Back-Stab-Anpassungs-Draco-Meteor, Freund. Und ja, der macht auch Duoclass gut Schaden, also allzu oft kann er es hier auch nicht reinwerfen. Natürlich kann ich durch den Spätzangriffs-Drop das Duoclass hier nun nicht ausnocken und wechsle darum nochmal raus in mein Regi-Stil, um eventuell eine Donnerwelle rauszuholen oder die Tarnsteine nochmal neu aufzusetzen. Mein Gegner machte jedoch einen Double-Switch, da er hier wusste, dass ich rauswechseln muss. Und zwar geht er in sein Karadonis, Freunde. Das hat der Gegner wirklich gut gemacht, denn ich kann nichts gegen Karadonis machen, Freunde. Die Sache ist wirklich, das Ding kann mich sweepen, eventuell. Er geht hier auf den Nahkampf. Das Problem ist, ich habe wirklich keinen besonders safen Switch gehabt. Und ja, leider überlebt Regi-Stil das nicht. Ich bin ja voll in die physische Dev investiert, außer halt vom Wesen her. Deswegen dachte ich mir, ich könnte vielleicht einen Angriff überleben und danach auf Donnerwelle gehen. Leider war dem nicht so und ich verliere hier direkt ein sehr, sehr wichtiges Pokémon. Ich hätte vielleicht einfach die Kampfattacke predikten und den Tandrak wechseln sollen. Nun gut, mein Gegner muss hier nun rauswechseln, da er offenbar gechoiced ist und der Nahkampf hier nicht sehr effektiv wäre. Er wechselt hier nun in seinen Duoclass. Ich habe etwas sowas ähnliches erwartet, gehe wieder auf den Draco-Meteor und er dürfte nun reichen, um dieses Duoclass trotz des Evoliten zu besiegen. Wir werden es sehen. Ja, Duoclass überlebt keinen zweiten Draco-Meteor und das meine ich, Freunde, vom Typen her und vom Gedanklichen her. Ist Duoclass ein guter
Dragalge, Tandrak-Konter. Aber dann die Praxis, da zeigt sich dann, dass Tandrak einfach so ein offensives Powerhouse ist, Freunde. Er wechselt hier wieder in sein Karadonis, hat nun offenbar den er kann sich nun wieder einen Move locken, und zwar höchstwahrscheinlich hier auf den Ice-Sieb. Ich wechsle in meinen Lashoking, jedoch hat mein Gegner das hier wunderbar predicted und geht auf den Abschlag. Kann mich zwar nicht ganz ausknocken, aber schlägt mir leider den Beulenhelm weg, was ziemlich, ziemlich ungünstig ist für mich. Das Problem ist, ich kann mir Lashoking nicht mehr großartig aussparen, und ich frage mich, ob das jetzt ich weiß nicht, ob es rückblickend ein Missplay war. Ich werde es nach dem Kampf vielleicht mal ein bisschen analysieren. Auf jeden Fall gehe ich hier nun drauf, und das Problem ist, nun ist mein defensiver Core zerstört. Und ja, das Schöne wiederum ist, dass ich jetzt hier mit Kikli meinen freien Turmkick raushauen kann, da das Duoclass nun weg ist und ich an allem guten Schaden machen kann. Er wechselt hier nun in seinen Zandama, aber ich entscheide mich hier erstmal auf den Turbodreher zu gehen, damit die Tarnsteine verschwinden und mein Taubos nicht so viel Schaden bekommt, wenn ich es wieder reinbringe. Verzeihung, Freunde. Und ja, mal sehen, was mein Gegner tut, ob er die Hazards neu aufsetzt oder direkt aufs EQ geht. Ich wechsle auf jeden Fall erstmal raus, weil ich wirklich Angst vor dem Erdbeben hatte, weil Kikli einfach zu wichtig für mich ist. Gehe darum in meinen Taubos für den Fall, dass er hier auf die Tarnscheine nochmal geht. Aber er geht auf den Abschlag, sehr gut, das macht nicht allzu viel Schaden. Und Taubos kann das einigermaßen gut tanken, da ich kein Item trage. Beziehungsweise da der Megastein nicht weggehauen werden kann, wie man das sehen möchte. Sandama wechselt hier nun raus und geht nun in... mein Gegner geht nun im Sandama wechselt hier raus, sehr gut. Mein Gegner wechselt Sandama raus und geht in Meduetta, um es als Death Order zu benutzen. Hier ist es sehr, sehr ärgerlich, weil ich wirklich noch vorhin mit dem Gedanken gespielt habe, mich nochmal mit Ruheort hochzuheilen. Habe ich jetzt hier leider nicht mehr gemacht, und das ist wirklich blöd gewesen. Er geht hier nochmal in seinen Tandrak, und keine Ahnung warum, ich weiß es eigentlich nicht. Aber wahrscheinlich war er einfach der Meinung, er überlebt sowieso einen Angriff und kann einfach nochmal einen Step-Anpassungs-Draco-Meteor raushauen, so wie ich es halt vorhin getan habe. Ich entscheide mich, in meinen Zappler-Rang zu wechseln, einfach weil ich Assault-Weste bin und ich habe einfach keinen wirklich besseren Switch-In. Er geht hier leider auf die Schlammwoge, Freunde, und die macht so viel Schaden, dass es zu einem lockeren Two-Hit reicht. Also eigentlich habe ich nicht besonders viel getan, außer Zappler-Rang viel Schaden fressen zu lassen. Jedoch habe ich nun die Möglichkeit, sicher in meinen Tandrak zu gehen. Allerdings predicted er das, Freunde, und wechselt nun in sein Karadonis, und das ist eigentlich schon der Moment, wo das Match so ziemlich entschieden ist, denn er kann jetzt auf ein ICB gehen. Ich überlebe das nicht, zumal dieses Tandrak leider nicht ganz in die physische, nicht alle DVs in die physische Def hat, weil es hat so aus irgendeinem Grund hat so ewig lange gedauert, dieses Ding zu züchten, und ich hatte irgendwann keinen Bock mehr. Die physische Def ist nicht schlecht von den DVs her, aber die ist nicht 31, wenn ihr wisst, was ich meine. Nun gut, ich habe wieder mein Kikli reingeholt, und ich glaube, ich gehe so ein Straightforward. Nein, ich gehe auf den Mogli. Warum? Ich weiß nicht warum. Das war auf jeden Fall ein Fehler, mal wieder. Ich mache in diesem Match, glaube ich, relativ viele Fehler. Ich habe meinen defensiven Core sehr früh geopfert, anstatt einfach zu versuchen zu predikten gegen Karadonis. Naja, ich habe mich hier nur entschieden, für den Fall, dass er nochmal rausswitcht und einen Double-Switch zu machen oder sowas, gehe ich hier auf den Abschlag, hau dem Ding die Überreste weg. Mein Gegner macht hier auch das gleiche und haut mir damit den Life-Orb weg. Das bedeutet, Kikli wird leider nicht mehr ganz so viel Schaden machen, um genau zu sein, 30% weniger. Und ja, ich gehe nun auf den Turmkick, und der macht okayen Schaden durch den fehlenden Life-Orb. Reicht das allerdings leider nicht, und er nutzt die Gelegenheit, hier nochmal seine Tarnsteine rauszuholen. Ich gehe auf den Abschlag, weil ich mir dachte, der reicht sowieso, und falls er rauswitcht, kann ich irgendwas das Item weckern. Und hier der Brainfart-Moment überhaupt, der Abschlag reichte nicht mehr, Freunde. Das bedeutet, er kann Kikli hier mit einem Erdbeben nochmal aus dem Spiel nehmen, und ich glaube, meine letzten Pokémon sind jetzt Zapplerang und Taubos, und ja, allein Karadonis kann die beiden hier einfach im Alleingang besiegen mit einem Ice-Sieb. Und ja, Freunde, ich denke, es ist nicht zu viel verraten, wenn ich sage, dieses Match habe ich so ziemlich verloren. Ja, hier kommt noch mein Taubos rein, das nun bei der, nun weit unter der Hälfte seiner KP ist. Ich gehe nochmal auf einen Ruheort, um mich eventuell mal hochzuhalten, um den Ice-Sieb durch irgendein Wunder überleben zu können, aber mein Gegner hat das hier wunderbar predicted und geht nochmal auf ein Erdbeben, um mich nochmal zum Schluss so richtig zu trollen. Hier dachte ich mir jetzt, er geht bestimmt nicht nochmal auf, nicht nochmal fürs Erdbeben. Geh nochmal auf Ruheort, allerdings, Freunde, kann er das einfach die ganze Zeit weitermachen, weil, ja, irgendwann werde ich keine Ruheort mehr haben, und er kann so oder so einfach mit Karadonis dann reinkommen und mich besiegen. Also, ich muss mich wohl leider damit abfinden, dass dieses Match für mich gelaufen ist. Ich gehe nochmal auf den Orkan, kann das Sandama ausnocken, aber, Freunde, wie gesagt, er kann jetzt einfach Karadonis reinbringen und das Match damit beenden. Allerdings tut er das nicht. Nein, er bringt Tandrak nochmal hier rein, um es nochmal ein bisschen glänzen zu lassen. Das ist immer ein Shiny-Pokémon, oder? Ja, meine Wortwitze sind die besten, nicht wahr? Ich gehe nochmal auf Draco-Meteor auf OK, mache gut Schaden, leider kriege ich keine Verwirrung, und die Schlammwoge reicht natürlich nun, um Taubos zu besiegen. Damit ist der Kampf nun beendet, Freunde, und Kazumi gewinnt mit, ich glaube, 2:0, wenn ich mich nicht irre.
Ich glaube 13-0. Ich glaube, Taubos hat noch gelebt. Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall, GG auf jeden Fall. Absolut verdient gewonnen, Kazumi. Ich habe meinen defensiven Core auf jeden Fall viel zu früh down gehen lassen. Ich habe es wirklich gemerkt. Ich habe mir nicht einfach gedacht, ich kann nicht safe in Nidoking. Oh Gott, Karadonis. Wie komme ich auf Nidoking? In Karadonis reinwerfen. Aber anstatt wenigstens zu versuchen zu predicten, habe ich sie einfach down gehen lassen. Und das war nicht gut, Freunde. Aber man lernt aus seinen Fehlern, nicht wahr? Und ja, ich kann mich hier nur für dieses schöne Match bedanken, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir werden uns dann beim nächsten Match wiedersehen. Und dann sollte auch die Strawpoll-Abstimmung mal so langsam feststehen, denke ich. Und ja, Freunde, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.